Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Als Herr Laschet und Herr Lindner den Koalitionsvertrag vorgestellt haben, da haben sie behauptet, NRW würde jetzt, Zitat, stärker, moderner und digitaler. Und schon da war digital nicht mehr first, sondern allenfalls ein Anhängsel, mit dem sie ihrer Rückschrittsagenda einen etwas moderneren Anstrich geben wollten. Was wird denn digitaler? Schauen wir es uns mal an. Wird NRW jetzt das Start-up-Land, das uns versprochen wurde? Wohl kaum. Eine der ersten Amtshandlungen des Digitalministers Pinkwarts war, die Stelle des Beauftragten für die digitale Wirtschaft NRW nicht weiterzuführen, auslaufen zu lassen. Mit der Unterstützung von Professor Kollmann sind in den knapp 2,5 Jahren mehr als 1.000 neue digitale Start-ups entstanden. Schwarz-Gelb haut diese Struktur weg und die Begründung ist hanebüchen, denn sie sagen, jetzt, wo das Türschild ausgetauscht ist, wo Digitalisierung im Titel des Ministeriums steht, klappt das mit der Digitalisierung alles ganz von allein. Das ist Politik von gestern. Sie machen ohne Not funktionierende Strukturen kaputt. Das merkt die Start-up-Szene. Und das gleiche Spiel, das droht uns jetzt auch bei den DWNRW-Hubs. Auch da wollen Sie, nachdem die Hubs jetzt erst ein paar Monate laufen, schon wieder alles anders machen, schon wieder alles über den Haufen werfen. Das ist fatal, denn auch solche Projekte brauchen Planungssicherheit. Das Konzept hinter den DWNRW-Hubs, nicht nur Start-ups den Weg zu Mittelstand und Industrie zu ebnen, sondern besonders auch umgekehrt Mittelständler, die sich digitalisieren wollen, mit innovativen Start-ups zusammenzubringen, das ist richtig, das ist weithin anerkannt. Und die Landesregierung, die Sie tragenden Fraktionen, Sie gehen in Ihrem Koalitionsvertrag schon wieder hin und stellen wenige Monate, nachdem das Ganze läuft, das ganze Konstrukt schon wieder in Frage. Wir erwarten hier und heute von Ihnen ein klares Bekenntnis zur Fortführung der DWNRW-Hubs. Und wenn Sie das nicht geben wollen, wenn Sie das nicht abgeben wollen, dann zeigen Sie, Sie haben noch nicht verstanden, was die digitale Wirtschaft in NRW braucht. Es reicht nicht, Türschilder auszutauschen. Dahinter muss etwas passieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viele von uns auch, war ich im August auf der Gamescom. Ministerpräsident Laschet, Herr Pinkwart, Sie waren ja auch da. Sie haben sich da im Glanz der Bundeskanzlerin gesonnt. Sie haben selbst große Ankündigungen gemacht, viel versprochen. Herr Laschet, es ist schön, dass Sie endlich mal die Killerspieldebatten ad acta legen wollen. Aber aber es war ja immer genau Ihre Partei, die dieses Gerede vorangetrieben hat, obwohl Games fester Bestandteil der Jugendkultur sind, obwohl die Branche in Nordrhein-Westfalen stark ist, gigantische Umsätze erwirtschaftet, obwohl Games Innovationstreiber der IT-Entwicklung insgesamt sind. Aber wieder einmal ist das moderne Gerede nur Fassade. Auf unsere Anfragen hin war die Landesregierung nicht zu einer Zusage bereit, das hohe Niveau der Games-Förderung beizubehalten. Noch dramatischer ist, dass sie sich außer mal gucken bisher keine Gedanken über Nachwuchssicherung der Branche durch zusätzliche Studienplätze gemacht haben. Was mir aber auf der Gamescom als größte Sorge der Branche begegnet ist, das ist ihre Ausländermaut für Studierende. Da gefährden sie den Nachwuchs dieser wichtigen Branche, da gefährden sie konkret den IT-Standort Nordrhein-Westfalen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben mit der DWNRW-Strategie bundesweit die erste Strategie für die Förderung der digitalen Wirtschaft aufgelegt. Da haben wir konkrete Unterstützung geboten. Sie bieten den Unternehmen nur Symbolpolitik. Ich erinnere mich, wie Sie in der letzten Legislaturperiode damals in umgekehrten Rollen uns ausgelacht haben, zum Teil, wenn wir eine stärkere Beteiligung des Bundes beim Breitbandausbau, beim schnellen Internet eingefordert haben. Und was kommt jetzt von Ihnen? Sie versprechen 7 Milliarden Euro. Aus eigenen Mitteln? Nein. Letzte Woche lässt das Digitalministerium verkünden, Zitat, Pinkwart fordert mit Ministerkollegen aus Mainz und Kiel den Bund auf, sich stärker für die Digitalisierung zu engagieren. Hört, hört, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Juni versprechen Sie 7 Milliarden Euro für den Ausbau und im September kommt Ihr böses Erwachen und Sie fragen den Bund, ob der nicht Ihre Versprechen finanzieren möchte. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben mehr als 1,5 Milliarde Euro Fördermittel organisiert. Wir haben flächendeckend die Breitbandbeauftragten eingesetzt, damit das Geld auch vor Ort ankommen kann. Wir haben die Studien gemacht, die Konferenzen, die Gespräche vor Ort, konkrete Förderung.
Was machen Sie? Sie verteilen Förderbescheide, das ist okay, wo wir die Kofinanzierung für organisiert haben, das ist okay. Aber nicht okay ist, dass Sie unser Ausbauziel für den Glasfaserausbau in Gewerbegebieten einfach mal so kassiert haben. Da sind Sie wieder von gestern, da verspielen Sie Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ministerpräsident hat heute richtigerweise gesagt, das Verschlafen der Digitalisierung gefährdet unseren Wohlstand. Recht haben Sie, Herr Laschet, aber die netten Bemerkungen reichen nicht aus, denn Sie haben bisher keine Konsequenz. Es gibt keine Fortschritte bei der digitalen Verwaltung. Sie schwächen Start-ups, Sie schwächen die Digitalisierung des Mittelstands. Schwarz-Gelb ist unfähig zum Update, liebe Kolleginnen und Kollegen. Thank you.